Mittwoch, 29. Juli, das sind die Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis. Probleme auf dem Schienennetz, Sanierung vom Friedhof zu Notersch und eine mobile Schweigrippe-Impfzentrale für das Wallis. Am Mittwochmorgen vom 10 bis um 12:30 zum Mittag kein Zug durch den Lötschberg-Basistunnel fahren. Grund für die Störung war ein Problem im Funknetz von der SBB. Es hat Verspätung und Zugausfall gegeben. Weiter ist am Mittwochmorgen im Simplon-Tunnel ein Autozug stecken geblieben. Auch hier hat es durch das Verspätungen gegeben. Zudem haben bis am 3 am Nachmittag kein Auto verladen Zug durch den Simplon-Tunnel fahren. Der Zustand des Friedhofs zu Notersch ist zurzeit unbefriedigend. Darum hat sich die Gemeinde entschieden, den für rund 600'000 Franken zu sanieren und neu zu gestalten. Vor allem, weil es in den letzten Jahren immer weniger Erbbestattungen hat gegeben, ist zusätzlich Platz freigekommen. Also, wir haben vorgesehen, die Friedhofssanierung in zwei Etappen zu machen. Das heisst, die erste Etappe, die wir machen, beinhaltet vor allem die Hauptwege, dann aber auch bereits die Vorinstallationen für die neue Berieselungsanlage und auch die Vorinstallationen für die Beleuchtung. Die erste Etappe hat angefangen bereits im Juni und wir hoffen, dass wir das Allerheilige mit der ersten Etappe fertig sind. In einer zweiten Phase sollen dann bis ins Jahr 2011 die freien Flächen in Aufenthalts- und Ruhezonen umgewandelt kommen. Sobald es in der Schweiz einen Impfstoff gegen die Schweigrippe gibt, können sich alle Leute in speziellen Zentren gratis impfen. Laut den Verantwortlichen plant man im Wallis sogar mobile Zentren. Damit will man die Leute einen abgelegensten Ort vor der Grippe schützen. Im 2006 hat es im Totensee vom Grimselpass ein grosses Fischsterben gegeben. Schuld daran sind die vielen Algen. Nachdem man das herausgefunden hat, hat man je 400 Regenbogenforellen und kanadische Seeforellen im See ausgesetzt. Laut den Verantwortlichen hat sich in der Zwischenzeit der Fischbestand so wiederholt, dass man auch wieder im Totensee darf fischen. Im Klettergarten von Dochenau ist am Dienstag ein 26-jähriger Walliser ums Leben gekommen. Der junge Mann ist mehrere Meter im Brickit. Die Verletzungen sind so schwer, dass der Kletterer nur am Unfallort gestorben ist. Der Fischberg-Mehrrad hat einen einmaligen Beitrag für die Weihnachtsparty 2009 genehmigt. Der vom Verein Fischgewerbe und Tourismus organisierte Weihnachtsevent hat Fischball als attraktiven Einkaufsort gestärkt und sich im letzten Jahr zum Publikumsmagnet entwickelt. Aus diesem Grund hat man von der Gemeinde einen einmaligen Beitrag in einer Höhe von 20'000 Franken gesprochen. Glück im Unglück hat am Dienstag ein Maschinist bei Instandstellungsarbeiten von der Galerie Zennwalken zwischen Eist und Saas-Ballen gehabt. Mit einer Oberlast ist der Bagger gekippt. Der Maschinist hat sich dabei aber nicht verletzt und war am Mittwoch schon wieder am Arbeiten. Der Léonard Favre muss für 30 Monate ins Gefängnis. Das hat das Bundesgericht Lausanne entschieden. Der ehemalige Berater von der Waadtländer Regierung hat 645'000 Franken aus der Kasse des Segelflugclubs Sitte abgezweigt. Die Richter begründen ihr Urteil unter anderem damit, dass beim Pfaff die Gefahr besteht, in Rückfall zu leiden. Wegen der grossen Waldbrandgefahr ist am 1. August im Oberwallis das Ablauf von Feuerwerken im Freien verboten. Ausgenommen sind Plätze, die die Gemeinde extra dafür zur Verfügung gestellt. Laut dem Kanton müssen die Feuerwehren die Plätze überwachen. Die traditionelle 1. August-Feier darf man ebenfalls nur auf den vorgegebenen Gemeindestellen brennen. Wegen einem Strategiewechsel steigt BMW, der Rennstallpartner von Sauber, Ende Saison 2009 aus der Formel 1 aus. Für den Beat Blatter, ersten Sauber-Werksfahrer, ist der Rückzug von BMW ein Verlust. Auf der anderen Seite gibt es dadurch jetzt Probleme für Sauber. Der Rennstall von Peter Sauber braucht nämlich einen neuen Motorenlieferant. Laut Beat Blatter kann es aber auch ein Vorteil sein, weil auf die nächste Saison andere Teams einsteigen wollen. Die könnten es als möglichen Partner von Sauber einfacher haben. Nun geht es ja wirklich nach Sommer aus. Ob der bis Ende der Woche doch noch 10. oder 1. August für in Gefahr ist, das sehen wir jetzt im Walliswetter. Am Mittwoch war es im ganzen Oberwallis schön mit bis zu 30 Grad. Erst am späteren Nachmittag sind über die Berner Alpen ein paar Wolken ins Aletschgebiet gezogen. Die Sonne hat man unter anderem wie hier dargestellt auf dem Bild von der Wetterkamera von Fischbetrieben gesehen. Auf den Donnerstag gibt es keine größere Veränderung beim Wetter, auch der sonnig und nur vereinzelt ziehen ein paar Wolken über den Oberwalliser Himmel. Zu den Temperaturen im Goms gibt es bis zu 20 Grad, im Aletschgebiet 15, zu Brieg und zu Fisch bis zu 25 Grad, im Saastal 18, zu Zermatt 19 Grad.
Das Gewitterrisiko, das ist erst am Freitag wieder grösser, auch der soll es aber größtenteils trocken bleiben. Das dann mit Höchstwerten von bis zu 29 Grad im Talgrund. Für die Wochenende sind die Prognosen recht gut aus. Es bleibt sommerlich bis hochsommerlich warm mit bis zu 32 Grad. Was zurzeit noch nicht ganz sicher ist, ob es an einem von diesen beiden Tagen der wegen einer schnell durchziehenden Störung durch noch das Gewitter gibt. In diesem Sinne geniessen wir den Sommer und bis zum nächsten Mal.